Heute werdet ihr alles zum Hauptgegner der Serie Demon Slayer erfahren. Es geht natürlich um Muzan Kibutsushi. Yo Bros, Miliodos wieder am Start. Wie immer habt ihr das Like-Battle gewonnen. Ihr habt mich über 12.000 Mal überzeugt, heute wieder ein Demon Slayer Video zu machen. Gleiche Regeln wie beim letzten Mal. Bei 10.000 Likes gibt's nächste Woche Sonntag wieder ein Demon Slayer Video. Wenn die 10.000 Likes erreicht sind, werde ich eine Umfrage auf meinem Kanal machen. Entweder bekommt ihr ein Powerlevel zu Demon Slayer Charakteren, die bisher noch nicht vorgekommen sind, wie Inosuke, Zenitsu, Nezuko und so weiter. Oder ihr bekommt ein Atmungsvideo, wo ich die verschiedenen Atmungen erkläre, wie zum Beispiel die Sonnenatmung, Wasseratmung und so weiter. Ihr entscheidet. Beginnen wir jetzt mit dem Video. Muzan wurde in der japanischen Heian-Ära geboren und kämpfte aufgrund seiner Gebrechlichkeit ständig ums Überleben. Sein Herz blieb mehrmals im Bauch seiner Mutter stehen und als er dann auf die Welt kam, galt er als totgeboren, hatte also keinen Puls und atmete nicht. Als er zur Einäscherung gebracht wurde, entkam er dem Tod, indem er seinen ersten Schrei ausstieß. Während seines jungen Lebens kämpfte er mit Krankheiten und das führte zu seiner Thanatophobie. By the way, Thanatophobie ist der medizinische Fachausdruck für die Angst vor dem Tod oder dem Sterben. Als junger Mann wurde bei Muzan eine Krankheit diagnostiziert, die ihn töten würde, bevor er 20 Jahre alt wird. Der Arzt, der Muzan behandelte, gab ihm einen speziellen Prototyp eines Medikaments, aber es schien versagt zu haben. Wütend über seinen sich verschlechternden Zustand, tötete Muzan den Doktor. Erst nachdem er den Arzt getötet hatte, erkannte er, dass die Medizin tatsächlich wirkte und ihm zu einem starken Körper verholfen hatte. Er erkannte auch, dass er das Fleisch von Menschen verzehren musste, um zu überleben. Aber diese Tatsache störte ihn nicht. Sein neues, ernsteres Problem auf der anderen Seite war seine Unfähigkeit, sich im Sonnenlicht zu bewegen, da er sich dabei schwere Verbrennungen zuzog. In diesem Moment bereute er es wirklich, den Arzt getötet zu haben, bevor die Behandlung mit der Blue Spider Lily, also blauen Spinnenlilienmedizin, hätte beenden können. Er suchte das ganze Land nach der Blume ab, konnte sie aber nicht finden. Aus diesem Grund begann Muzan, mehrere Dämonen zu erschaffen und plante, sie in der Welt zu verbreiten, in der Hoffnung, dass einer von ihnen irgendwann einen Weg finden würde, die Sonne zu überwinden oder ihm zumindest bei seiner Suche nach der blauen Spinnenlilie zu helfen. Dieser Wunsch, wieder in die Sonne gehen zu können, wurde sein einzig wahres Ziel und er verbrachte hunderte von Jahren damit, dieser Besessenheit nachzujagen. In seinen frühen Jahren als Dämon ließ sich Muzan mit 5 verschiedenen Frauen nieder. Aufgrund seines Mangels an Empathie und Sensibilität als Dämon misshandelte er jedoch alle 5 seiner Frauen psychisch so sehr, bis sie dann an den Punkt gebracht wurden, Suizid zu begehen. Um die Oe-Ära herum fand Muzan ein junges Mädchen namens Tamayo, das von einer Krankheit befallen war, was ihr Leben bedrohte. Sie begegnete Muzan und erlaubte ihm, sie zu verwandeln, da sie ihre Kinder aufwachsen sehen wollte. An ihren neuen Körper noch nicht gewöhnt, tötete sie versehentlich ihre eigene Familie, um zu überleben, sowie eine andere Gruppe von Menschen. Die Tat verfolgte sie ohne Ende und sie wurde böse und hasserfüllt gegenüber Muzan. Aber aufgrund von Muzans immenser Kraft konnte sie ihn nicht erfolgreich töten. Muzan versklavte Tamayo und sie folgte ihm als niedere Dienerin. Einige Zeit später trifft er Michikatsu Tsugikuni, einen Demon Slayer und Nutzer der Mondatmung. Michikatsu wollte mächtiger werden als sein Bruder und verabscheute die Tatsache, dass sein erwecktes Demon Slayer mal bedeutete, dass sein Leben bald enden würde. Muzan machte einen Vorschlag. Er wollte sowieso einen Atmungsanwender als Dämon haben und so könnte er im Gegenzug ewig leben und seine Fähigkeiten perfektionieren. Michikatsu stimmte zu und Muzan gab ihm eine extrem hohe Konzentration seines Blutes. 3 Tage später wurde die Verwandlung vollendet. Michikatsu stirbt als Mensch und wird als Dämon unter dem Namen Kokoshibo wiedergeboren. Später trafen Muzan und Tamayo auf Yoriichi Tsugikuni, der jüngere Zwillingsbruder von Michikatsu. In dem Moment, in dem sich die beiden trafen, spürte Yoriichi Muzans Bosheit und Wut und verglich ihn mit kochendem Magma. Gleichzeitig fand aber Muzan nichts in Yoriichi, das etwas Gefährlichem ähnelte und somit fürchtete er seinen Gegner nicht. Muzan war bereits zufrieden, Kokoshibo als seinen Untergebenen zu haben und versuchte Yoriichi ohne Vorwarnung zu töten. Er konnte jedoch den Schlägen ausweichen und erkannte Muzans Schwachstellen. 7 Herzen
und 5 Gehirne, die sich frei in seinem Körper bewegen. Yoriichi kombinierte alle seine Formen zu einem Schlag und färbte seine Klinge leuchtend rot, wodurch er durch alle Schwächen von Muzan hindurchschneidet und ihn überwältigt. Zum ersten Mal in seinem Leben war Muzan fassungslos, sich unfähig zu heilen und saß in seiner Blutlache, wobei er Yoriichi wütend anstarrte und dabei komplett die Frage von Yoriichi, was er vom Wert des Lebens hält, ignorierte. Als Yoriichi vorrückte, um ihn zu töten, nutzte Muzan die Überreste seiner verbliebenen Kraft und teilte seinen Körper in 1800 Fleischstücke. Obwohl Yoriichi fast alle Fragmente zerstören konnte, entkamen einige Teile und erlaubten Muzan, sich wieder zu regenerieren. Muzan war von dieser Begegnung tief gezeichnet und mit Kokoshibos Hilfe töteten die beiden jeden, der Sonnenatmung benutzte, in der Hoffnung, die Entstehung eines weiteren Demon Slayers zu verhindern, der die Macht hätte, ihn zu töten. Sie waren fast erfolgreich und konnten Sunbreathing fast vollständig ausrotten. Aus großer Angst vor dem Mann, den er für den wahren Dämon hielt, konfrontierte Muzan die Demon Slayer nie wieder direkt und schickte Dämonen, um seine Befehle größtenteils auszuführen. Er hatte auch nach dem Tod von Yoriichi immer noch Angst vor ihm. Muzan erfährt später von einem Massaker, bei dem 67 Menschen gewaltsam ums Leben kamen. Er reiste in das Dorf und traf einen 18-jährigen Jungen namens Hakuji. Er drückte spielerisch seine Enttäuschung aus, da er glaubte, dass ein Dämon statt eines Menschen die Tat begangen hätte. Er sagte sowas wie: "Ich erinnere mich ja gar nicht, einen Dämonen hergeschickt zu haben." Hakuji drohte ihm, wurde aber von Muzan zum Schweigen gebracht, der seine Hand durch seinen Kopf bohrte. Der Dämonenkönig sprach von seinem Plan, eine Fraktion aus 12 mächtigen Dämonen zu bilden und fragte den jungen Mann, ob er der Menge an Blut standhalten könne, die ihm gegeben wurde. Hakuji, gebrochen durch seinen Verlust und mit nichts anderem mehr, leistete keinen Widerstand und wurde der Dämon Akaza. By the way, wenn ihr Bock habt, dass ich zu Akaza oder auch anderen ihre komplette Story erzähle, dann liked dieses Video doch einfach und dann mache ich das auch. Solange nämlich Interesse da ist, wird, wie gesagt, jede Woche Sonntag ein Demon Slayer Video kommen. Mit der Zeit gelang es Muzan schließlich, seine Fraktion zu gründen, die letztendlich als die 12 Kizuki bzw. Dämonenmonde bekannt werden sollten. Er verwandelte mehrere Dämonen und gab ihnen die Möglichkeit, sich seiner Gruppe anzuschließen und belohnte sie mit einem größeren Anteil seines Blutes, um sie mächtiger zu machen. Aufgeteilt in 2 Sechsergruppen, die als obere Monde und untere Monde bekannt sind, blieben die oberen über Jahrhunderte unverändert. Die Lower Moons hingegen veränderten sich ständig. Und so wurden sie immer mehr zu einer Enttäuschung für Muzan. Während der Taisho-Ära war Muzan in der Lage, die Familie Kamado ausfindig zu machen, die Bewahrer der Technik der Sonnenatmung waren. Als Tanjiro in der Stadt war, griff Muzan seine Familie an und initiierte sie mit seinem Blut, in der Hoffnung, dass er einen Dämonen erschaffen könnte, der der Sonne widerstehen kann. Er war jedoch enttäuscht, als die Familie an dem Gift seines Blutes starb, da er glaubte, einen sonnenimmunen Dämon zu erschaffen, dann doch nicht so einfach wäre. Er verließ ihr Zuhause, scheinbar ohne zu wissen, dass es eine Überlebende gab, nämlich Nezuko Kamado, die sich später in einen Dämon verwandeln würde. Und wie wir wissen, beginnt ab jetzt die Main Story von Demon Slayer. First Mission Arc. Muzan wird zum ersten Mal erwähnt, als Sakonji Urukodaki Tanjiro erzählt, dass er der Feind der Familie Kamado ist und dass er vielleicht weiß, wie man Nezuko wieder in einen Menschen verwandelt. Asakusa Arc. Muzan reist mit seiner Familie durch eine Menschenmenge in Asakusa, Tokio, und wird von einem wütenden Tanjiro angesprochen. Muzans Tochter fragt ihn, wer der Junge sei, und dieser fragt dann den Jungen, ob er was von ihm wolle. Seine Frau kam dann auf sie zu und fragte, ob Tanjiro jemand sei, der ihrer Familie bekannt sei. Muzan bestreitet dies und behauptet, der Junge habe ihn mit jemand anderem verwechselt. Dann verwundet er schnell einen vorbeigehenden Mann und verwandelt ihn damit in einen Dämon. Während der Aufruhr verschwinden er und seine Familie, während Tanjiro gezwungen ist, sich um den dämonischen Mann zu kümmern. Danach schickt Muzan seine Familie ohne ihn in einer Kutsche nach Hause und erklärt, er habe etwas zu tun. Er wandert durch eine Gasse, wo ihm ein Betrunkener begegnet. Der Mann verspottet und beleidigt ihn und sagt, dass er wohlhabende Leute wie ihn nicht mag. Als der Betrunkene bemerkt, wie blass seine Haut ist, schmettert Muzan ihn gegen eine Wand und tötet auch den älteren Bruder des Mannes mit einem schnellen Tritt nach oben.
Dann wendet er sich an die kauernde Freundin des Betrunkenen und fragt, ob er so aussehe, als wenn er blass oder dem Tode nahe sei. Musan beantwortet seine eigenen Fragen und erzählt ihr, wie er der Perfektion unendlich nahe ist. Dann bohrt er seine Finger in ihre Stirn und pumpt sie mit so viel Blut voll, dass ihre Zellen schmelzen. Danach ruft er Susamaru und Yahaba an und befiehlt ihnen, Tanjiro zu töten. Cut, 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 cut. Warum schicken Bösewichte eigentlich nie ihre stärksten Leute, wenn sie sich so massiv bedroht fühlen? Es müssen ja nicht mal die wirklich stärksten sein, aber so 2-3 Lower Moons hätten es doch sein können. Ach ja, sorry, Freunde, da war ja was. Rehabilitation Training Arc. Da Musan in der Lage ist, die Orte von Dämonen zu erkennen, denen er Blut gespendet hat, ist er scheinbar in der Lage, Nesco auf dem Uboyashiki-Anwesen ausfindig zu machen. Er ist sich jedoch nicht bewusst, dass Tamayo seinen Fluch von Nesco entfernt hat, was ihn unfähig macht, ihren Aufenthaltsort zu erkennen. Die unteren Ränge haben ein Treffen, bei dem Musan in Form einer Frau erscheint. Er ist nach Ruis Niederlage sehr enttäuscht, so sehr, dass er erklärt, dass er die unteren Ränge auflösen und nur noch die oberen Ränge führen wird. Er tötet Kamanue, nachdem er seine Gedanken gelesen hat und die respektlosen Gedanken wahrnahm, und Mukago, weil sie Musan widersprochen hat. Als Wakuraba versucht zu fliehen, enthauptet Musan ihn und macht ihn unfähig, sich zu regenerieren. Rokuro macht auch einen großen Fehler und zwar bittet er Musan nach mehr von seinem Blut, um sich zu beweisen. Musan sieht diesen Dämonen jedoch als Versager, wird unglaublich wütend und tötet ihn, weil er seinem Anführer versucht, Befehle zu erteilen. Bevor er aber Enmu tötet, erklärt der Dämon, wie sehr er es genießt, Menschen leiden zu sehen und dankt Musan, dass er ihn als sein letztes Opfer leben gelassen hat und er somit die Verzweiflung der anderen miterleben konnte. Musan erkennt das Potenzial in Enmu und gibt ihm eine große Fülle an Blut. Enmu stirbt fast an der neuen Kraft, schafft es aber noch zu überleben. Musan gibt ihm dann eine letzte Chance, sich zu beweisen, dass die unteren Ränge nicht nutzlos sind. Spoiler: Sie sind nutzlos. Mugen Train Arc. Musan führt ein weiteres Leben unter Menschen als kleiner Junge namens Toshikuni und gibt vor, eine Hautkrankheit zu haben, welche ihn daran hindert, in die Sonne zu treten. Nachdem Akaza Kyojuro getötet hat, erstattet Akaza Musan Bericht und erzählt ihm von seinem Sieg. Musan ist jedoch nicht erfreut genug über den Tod des Hashira und zeigt stattdessen Wut darüber, dass Akaza alle anderen anwesenden Demon Slayer entkommen ließ und beschimpft ihn zusätzlich, weil er keine weiteren Informationen über die blaue Spinnenlilie gefunden hat. Bro, so habe ich mich auch immer gefühlt, wenn ich meinen Vater eine 2 mit nach Hause gebracht habe. Eine 2? Wieso keine 1? Was haben deine Freunde für Noten geschrieben? Nächstes Mal musst du mehr lernen. Wer das kennt, bitte eine 2 in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht der einzige Lower Moon in Real Life war. Entertainment District Arc. Im Vergnügungsviertel von Yoshiwara besucht Musan Daki. Er sagt ihr, wie stolz er auf sie ist und dass er hofft, dass sie noch grausamer und stärker wird. Er informiert sie auch über Nesco und beauftragt sie, sie zu töten. Okay, ist Daki hier nicht einfach die Schwester bzw. der Bruder, der nie von den Eltern Ärger bekommen hat, egal was er gemacht hat? Akaza tötet einen Hashira und was bekommt er? Nachdem Gyutaro und Daki besiegt sind, lässt er die anderen Upper Ranks sich im Infinity Castle treffen. Er steht an der Decke und experimentiert, versucht seine Sonnenschwäche zu heilen. Musan sagt ihnen, dass er keine Fehler wie Daki und Gyutaro zulassen wird. Musan bedauert, ihr so viel Vertrauen entgegengebracht zu haben und äußert, dass Gyutaro von Anfang an hätte kämpfen sollen. Er fordert die Upper Ranks auf, ihm mit mehr selbstmörderischer Hingabe zu dienen und erklärt, wie er Veränderungen hasst. Er glaubt, dass Veränderung nur Niederlage bedeutet, denn er hat sich so lange nicht verändert, da er praktisch perfekt sei. Dann schickt er Gyoko und Huntingo, um das Dorf der Schwertschmiede zu zerstören, bevor er das Treffen verließ. Swordsmith Village Arc. Während er sich als kleiner Junge verkleidet hat, spürt Musan durch Huntingo, dass Nesco ein Dämon werden konnte, der die Sonne besiegt hat, wodurch also sein Angriff auf die Sonnenatmungsfamilie ein Erfolg wurde. Als er das hört, kann er sich kaum zurückhalten vor Freude, wobei das Dienstmädchen und die Pflegemutter dadurch reinplatzen, weil sie nach dem Rechten schauen wollen. Ja, und dann tötet er die beiden halt natürlich zur Feier des Tages. Es gibt ja Grund zur Freude.
Hashira Trainings Arc. Während Muzan sich darauf vorbereitet, gegen die Demon Slayer Corps um Nezuko zu kämpfen, ernennt er Nakimi zum oberen Rang 4 und macht sie dabei noch mächtiger. Er nutzt ihre Spürfähigkeiten, um den Aufenthaltsort aller Demon Slayer herauszufinden. Er ist ziemlich beeindruckt von ihren Bemühungen und macht ihnen ein Kompliment, da er sich sicher ist, bald Nezuko und die Anführer der Corps finden zu können. Infinity Castle Arc. Muzan erscheint in der Ubuyashiki-Villa und sieht Kaguya. Er verspottet ihn wegen seines schwachen Aussehens. Kaguya versucht Muzan zu belehren und weist darauf hin, dass der Hashira niemals aufgeben wird, ihn zu töten. Muzan lacht und fährt fort, Kaguya anzugreifen. Bevor er ihn jedoch töten kann, explodiert die Villa und Muzan wird in der Explosion gefangen. Die Explosion, die durch Stachelfallen verstärkt wurde, schafft es, Muzan zu verletzen. Bevor er sich vollständig regenerieren kann, erscheint Tamayo und verwendet ihre Blood Demon Art, um ihn an Ort und Stelle zu halten, während sie eine Droge verwendet, die ihn in einen Menschen verwandeln kann. Bei dieser Gelegenheit erscheint Gyomei und zerstört Muzans Kopf. Er ist jedoch in der Lage, seinen Kopf sofort nachwachsen zu lassen. Als sich alle anderen Hashira dem Kampf anschließen, scheint das Infinity Castle alle Menschen in der Nähe einzusaugen und sie darin zu zerstreuen. Muzan macht klar, er werde sie heute Abend alle abschlachten. Während es den Demon Slayer gelingt, die Mehrheit der oberen Ränge zu besiegen, versuchen sie danach Muzan ausfindig zu machen. Aber mehrere Mitglieder mit niedrigeren Rängen finden Senkukon dann doch vorher. Als er daraus hervorgeht, fährt er fort, alle Demon Slayer in seiner Nähe auszuweiden, während er versucht, die durch seinen Kampf mit Tamayo verlorene Ausdauer zurückzugewinnen. Er nimmt ihren Kopf und verspottet sie, weil sie ihn nicht töten kann, und macht sich darüber lustig, dass das von ihr entworfene Medikament nutzlos war. Muzan, Bro, hast du nicht aus der Vergangenheit gelernt? Damals hast du auch den Arzt voreilig getötet, weil du dachtest, dass das Medikament nicht wirkt. Manche lernen auch nie aus, aber weiter mit der Story. Tamayo fordert Muzan wütend auf, ihre Familie zu ihr zurückzubringen, worauf Muzan antwortet, dass sie sich ihnen auf der anderen Seite anschließen soll und zerschmettert ihren Kopf, was Yoshiro spürt. Er schlachtet weiter Demon Slayer ab und bekräftigt seine Gelübde, sie alle zu töten. Durch Nakimes Fähigkeit wird Muzan Tanjiro und Gyo gegenübergestellt. Muzan fragt Tanjiro, warum er so besorgt ist, sich an ihm zu rächen, wenn er lebend aus dem Massaker an seiner Familie herausgekommen ist und somit sein Leben wieder aufnehmen kann, wenn er wollen würde. Sich selbst mit einer großen Katastrophe vergleichend, erklärt er, dass es für Menschen unmöglich ist, sich an Naturkatastrophen zu rächen, wie zum Beispiel übermäßigen Regen, Winde, Vulkanausbrüche oder Erdbeben, die das Leben der Liebsten kostet. Menschen müssen weiterleben und dass es darauf hinausläuft, gegen ihn zu kämpfen, dieselbe Art von Dummheit wäre, wie sich mit Naturkatastrophen anzulegen. Er kommt daher zu dem Schluss, dass die Demon Slayer gegen ihn kämpfen, weil sie eine Gruppe von krankhaften Plagen sind und dass er es satt hat, sich mit ihnen zu befassen. Ein wütender Tanjiro behauptet, Muzan hätte niemals existieren dürfen. Es folgt ein Kampf, in dem Muzan seine Arme zu langen Peitschen ausstreckt, um Gyo und Tanjiro in Schach zu halten, während letzterer wütend über Muzans Unmenschlichkeit ist. Tanjiro navigiert zwischen Muzans Schlägen und Infiltrationsversuchen, ist aber letztendlich erfolglos und wird in der Nähe seines Auges aufgeschlitzt. Gyo zieht Tanjiro weg und erinnert ihn daran, dass Muzans Macht über allen höheren Dämonen steht. Muzan fragt sich, ob sie ihn mit nur drei Hashira besiegen können, als er erklärt, dass Mitsuri und Obanai von Nakime getötet wurden. Muzan führt weitere Schläge aus, denen Tanjiro aufgrund seines verletzten Auges kaum ausweichen kann, da er stolpert. Bevor er Tanjiro töten kann, scheint Mitsuri die Wände zu zerschlagen und Muzan mit ihrer Liebesatmung anzugreifen, kann Muzan jedoch zu ihrer Frustration keinen Schaden zufügen. Obanai erscheint dann auch und enthüllt damit, dass beide Hashira noch am Leben sind. Ein verärgerter Muzan verlangt von Nakimi Erklärungen, nur um zu erfahren, dass Yushiro seine eigene Blood Demon Art verwendet hat, um die Kontrolle über Nakimi zu übernehmen und dass er Muzan aus dem Infinity Castle zwingen wird. Nochmals weiter verärgert, versucht Muzan die Kontrolle über das Schloss zurückzuerlangen und liefert sich ein Battle mit Yushiro, indem er versucht, seine Zellen durch Nakimi zu absorbieren. Jedoch stört ein Angriff von Gyo und Obanai, sodass Yushiro die komplette Kontrolle über Nakimi erlangen kann. Daraufhin lässt er Nakimis Hirn explodieren, damit sie nicht weiter kontrolliert werden kann. Während noch restliche Zellen existieren, versucht Yoshiro die Kontrolle über das Schloss zu festigen, was sich in permanenter Verschiebung befindet. Muzan führt weitere Schwinge aus, die es schaffen, Tanjiro aufzuschlitzen, während das Schloss erzittert und nach außen gezogen wird. Bevor Muzan Mitsuri einen kritischen Schlag versetzen kann, wirft Tanjiro ein zerbrochenes Nichirin-Schwert, das Muzan in den Kopf sticht und er sie somit verfehlt.
Er wird wütend auf Tanjiro, während das Schloss an die Oberfläche kommt. Sunrise Countdown Arc. Jetzt wird den Demon Slayer in einer Stadt befohlen, Muzan noch 1,5 Stunden bis zum Sonnenaufgang aufzuhalten. Ein wütender Muzan, jetzt mit Peitschen von seiner Wirbelsäule, taucht aus den Trümmern auf und fordert sie heraus, es zu versuchen, indem er wild mit seinen Gliedern schwingt. Die Hashira ergreifen die Gelegenheit, ihn aufzuschlitzen, aber zu ihrer Überraschung regeneriert er sich so schnell, dass er nicht enthauptet werden kann. Bevor er sie tödlich verwunden kann, retten Horden von niederrangigeren Demon Slayern die Hashira aus der Gefahrenzone, bereit als menschliche Schutzschilde zu sterben, während Muzan Dutzende von ihnen ermordet. Er sinniert darüber, dass die das Glück hatten, sofort zu sterben, und verweist auf Tanjiro als Beispiel für das Gegenteil. Während Muzan eine schreckliche Gesichtsverbrennung präsentiert und enthüllt, dass der Tanjiro bei seinem früheren Angriff sein Blut initiiert hat und dass sein Körper zerstört wird, rühmt er sich, dass Tanjiro bereits so gut wie tot ist. Muzan und die Hashira tauschen Schläge aus und bemerken, dass Demon Slayer mit aktiviertem Mal der Wirkung seines dämonischen Blutes widerstehen können. Als Muzan versucht, Mitsuri einen Todesstoß zu versetzen, rettet Gyomei sie. Sanemi nutzt die Chance, Muzan von hinten aufzuschlitzen, der auf den Angriff des Hashira reagiert. Sanemi wirft mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Fläschchen und setzt Muzan in Brand, wogegen Muzan das als schmutzig beschimpft. Okay, Muzan, du bist ja ein richtiger Ehrenmann, Bro. Sanemi fährt fort, ihn zu beleidigen und zu sagen, dass er der Schmutzige ist, und schwört, Muzan zu töten. Sanemi ist einfach ein Killer, Freunde. Während der Kampf tobt, haben die Hashira Schwierigkeiten, gegen Muzan zu kämpfen, der sich als zu mächtig für sie erweist. Eine erschöpfte Mitsuri, die nichts anderes tut als auszuweichen, wird letztendlich verletzt und trotz ihres Kampfeswillens aus dem Kampf gedrängt. Obanai nimmt dies zur Kenntnis und versucht, härter gegen Muzan zu kämpfen. Obanai erinnert sich an seine eigene Vergangenheit und beschließt, für sie zu kämpfen und zu sterben, um sie in einem anderen Leben treffen zu können. Muzans Blut beginnt die Hashira zu verletzen. Gyo verliert die Fähigkeit, sein Ichirin-Schwert zu halten, nachdem nur etwas mehr als 15 Minuten vergangen sind. Als alles verloren schien, erscheint Chachamaru, Tamayos Katzendiener, und wirft Spritzen auf die Hashira, dosiert mit einem Serum, das Muzans Gift entgegenwirkt. Muzan tötet die Katze und ärgert sich darüber, dass Tamayo ihm auch nach dem Tod immer noch im Weg steht. Obanai denkt darüber nach, wie Muichiro es geschafft haben könnte, dass seine Klinge hellrot wird, und legt all seine Konzentration und Anstrengungen in seinen Griff, um sie rot zu färben. Er beginnt jedoch aufgrund von Sauerstoffmangel das Bewusstsein zu verlieren und kann Muzans Angriffen kaum ausweichen und Gyo nicht rechtzeitig erreichen. Obanai wird in die Luft geschickt und schafft es auf wundersame Weise, Muzans Angriff auszuweichen, als Muzans rechter Arm und seine Wirbelsäulenpeitschen durchtrennt werden. Muzan fragt sich, wie es passieren konnte, und erkennt, dass es unmöglich ist, dass einer der Hashira ihn geschnitten hat. Er wird jetzt in seinen linken Arm geschnitten, wodurch er den ungleichmäßigen Schnitt bemerkt, den er in seinem Arm hat. Muzan schließt daraus richtig, dass ihn jemand wohl angreift, während er sich durch Yushiros Technik versteckt bzw. unsichtbar geworden ist. Als er spürt, wie sich die Luft um ihn herum auflöst, grenzt er die Position seiner drei Angreifer ein, die keine anderen als Inosuke, Zenitsu und Kanao sind, die er kaum zerschlagen kann. Gyomei ist überrascht, sie leben zu sehen, und Inosuke rühmt sich damit, dass er einen enormen Vorrat an Yushiros Papier hat. Also ist alles, was Muzan versucht, nutzlos, wird aber dann direkt beschimpft, weil der Idiot einfach mehr als nötig geplaudert hat. Man kennt ihn. Obanai nutzt die Gelegenheit, um Muzans Arme aufzuschlitzen, die sich aufgrund seiner leuchtenden roten Klinge langsamer regenerieren, eine Tatsache, auf die Sanemi hinweist. Zenitsu und Kanao werden wieder unsichtbar und greifen Muzan gemeinsam an, was dazu führt, dass sich der Dämonenlord, nicht zu verwechseln mit dem runter von meinem Grundstück Lord, irritiert über ihre kleinen Tricks beschwert. Gyomei ist froh, mehr Unterstützung zu haben, da er in der Lage ist, seine Axt und seine Eisenkugel aufeinanderprallen zu lassen, um sie durch Reibung zu erhitzen und ihre Angriffskraft zu erhöhen. Gyomei zerschmettert bald die linke Seite von Muzans Oberkörper. Sanemi und Gyo folgen dem Beispiel und prallen mit ihren Klingen aufeinander, wodurch sie leuchtend rot werden. Die Kasugai-Krähe warnt, dass noch 1 Stunde und 3 Minuten bis zum Morgengrauen verbleiben, wobei die Demon Slayer wieder im Vorteil sind.
Die Demon Slayer nutzen Yoshiros Papiere aus, die es ihnen ermöglichen, sich zu sehen, aber unsichtbar für Muzan zu sein, und wollen einen unerbittlichen Angriff auf Muzan starten. Gyomei erweckt die transparente Welt und ist damit in der Lage, Muzans unnatürliche Biologie zu erkennen und rät ihnen, sich zu konzentrieren, damit sie das auch sehen können. Plötzlich führt Muzan eine unbekannte Technik durch, die es ihm ermöglicht, alle seine Angreifer gleichzeitig zu besiegen, sie zu verletzen und sie auf nahegelegene Gebäude stürzen zu lassen, wobei er Gyomeis linkes Bein und Gyus rechten Arm verstümmelt. Kanao bleibt mit einer gebrochenen Klinge zurück, die vor Schock kniet. Bevor Muzan sie töten kann, rettet ein geborgener Tanjiro sie, indem er Muzan in den Arm schneidet und ihn schockiert zurücklässt. Danach lässt er sie zur Sicherheit zu einem Sanitäter Demon Slayer bringen. Als Muzan Tanjiros mutiertes Gesicht als Ergebnis seines Giftes sieht, kommentiert er, dass er schrecklich aussieht und fragt sich nun, wer der wahre Dämon zwischen den beiden ist. Als Muzan Yoriichis Bild in Tanjiro sieht, empfindet er Abscheu vor ihm, während Tanjiro sagt, es sei an der Zeit, die Dinge zu beenden. Ihr Kampf beginnt damit, dass Tanjiro sich an die Form der Sonnenatmung erinnert, die er während seines Traums gesehen hat, und auf den Rat seines Vaters hin erkennt er, dass die Formen nacheinander verwendet werden müssen, was zur 13. und stärksten Form führen wird. Muzan ist unbeeindruckt, da Tanjiros Technik weit von Yoriichis Niveau entfernt ist. Als er sieht, dass er an Kraft verliert, versucht er sich die Chance zu sichern, Tanjiro ein für alle Mal zu erledigen, der vor Erschöpfung und seiner eigenen Verletzung geschwächt ist. Muzan kann jedoch zu seiner eigenen Überraschung keinen Todesstoß landen und stellt fest, dass auch er schwächer wird. Er schließt daraus, dass es Tamayos Werk sein muss, da er ihre Zellen absorbiert hat, und versucht, mit ihrer Essenz in den Zellen zu kommunizieren, um zu fragen, worum es bei der Droge, die sie ihm initiiert hat, wirklich ging. Tamayos Essenz verspottet ihn nur, sehr zu Muzans Verärgerung, der fortfährt, die Überreste ihres Bewusstseins zu zerstören und stattdessen ihre Erinnerungen zu scannen. Als er ihre Erinnerungen miterlebt, erfährt er die Wahrheit, dass Tamayo, Yoshiro und Shinobu tatsächlich ein Medikament entwickelt haben, das Dämonen in Menschen verwandelt. Dazu aber auch ein zusätzliches Gift mit einem starken Alterungseffekt hinzugemixt. Für den Fall, dass die Humanisierung fehlschlägt, würde das Gift dafür sorgen, dass Muzan 50 Jahre pro Minute altert. Muzan erkennt, dass sein Körper geschwächt ist, da er struggelt, seinen Körper jung zu halten. Er beginnt zu berechnen, wie lange das Medikament aktiv war. Ungefähr 3 Stunden lang, was bedeutet, dass er 9000 Jahre gealtert ist. Tanjiro entfesselt weiteren aufeinanderfolgende Formen des Sonnenatems und irritiert Muzan mit seiner Beharrlichkeit. 59 Minuten vor Sonnenaufgang ist Tanjiro in der Lage, alle 12 Formen zu verbinden und beschließt, sie alle schneller als zuvor wiederzuverwenden. Muzan schlägt weiter auf Tanjiro ein, der langsam von Sauerstoffmangel überwältigt wird und seinen Halt verliert, aber er wird von mittlerweile blinden Obanai gerettet. Tanjiro ist besorgt, aber Obanai versichert ihm, dass er durch Kaburamaru seiner weißen Schlange sehen kann. Während Muzan durch das Alterungsgift schwächer wird und die Bemühungen der Demon Slayer konstant stark bleibt, werden Narben am ganzen Körper von Muzan sichtbar. Tanjiro erkennt, dass dies Wunden sind, die ihm Yoriichi zugefügt hat, die bis auf eine Zellebene niedergebrannt sind. Diese sind trotz hunderten von Jahren nie geheilt und jetzt seine Schwachstelle. Muzan wirkt beim Anblick seiner Wunden entsetzt und denkt, dass Yoriichi ein bloßer Mann, der keine offensichtliche Feindseligkeit zeigte, tatsächlich das wahre Monster zwischen den beiden war, indem er ihn so verkrüppelte. Tanjiro und Obanai setzen ihren Angriff auf Muzan fort. 40 Minuten vor Tagesanbruch. Muzan wird unruhig und versucht zu entkommen, indem er über die Leichen der Demon Slayer trampelt, die er abgeschlachtet hat. Dies macht Tanjiro wütend, der mehrere Nichirin-Schwerter auf Muzan wirft. Obanai sticht Muzan von hinten in den Nacken und lässt diesen seine Wirbelsäulenpeitschen benutzen, die von Tanjiro gestoppt werden, der versucht, Obanai ein paar von Yoshiros Augenbinden zu geben, damit der Kaburamaru sich teilen kann. Obwohl Muzan die beiden verwundet, um ihre Bemühungen zu blockieren, gelingt es Kaburamaru, die Papiere zu holen, die es Obanai ermöglichen, in viel besserer Verfassung zu kämpfen. Muzan verfällt langsam in Panik, da ihm die Luft ausgeht, während seine Kraft einen kritischen Tiefpunkt erreicht. Ihr Kampf wird aus der Ferne von Nezuko beobachtet, die aus ihrem rechten Auge weint. Muzan wird durch die Angriffe von Tanjiro und Obanai weiter unter Druck gesetzt und 35 Minuten vor Tagesanbruch hält Muzan es für ein unnötiges Risiko, den Kampf fortzusetzen, und versucht, sich in Klumpen aufzuteilen, wobei er auf die gleiche Weise entkommt, wie es gegen Yoriichi getan hat. Tanjiro macht Obanai darauf aufmerksam und gerät in Panik bei der Vorstellung, dass die beiden nicht in der Lage sein werden, alle Fleischklumpen zu zerstören. Muzan kann sich jedoch nicht teilen.
da ein drittes Medikament, das von Tamayo injiziert wird, die Eigenschaft hat, die Zellteilung zu verlangsamen. Muzan kommuniziert mit der Essenz von Tamayo, die ihn fröhlich darauf aufmerksam macht, dass es nicht drei, sondern vier Effekte gibt, wobei das vierte Medikament Muzan dazu bringt, Blut zu husten, da es die Zellzerstörung auslöst, nachdem der dritte Effekt aktiviert wurde. Die Essenz von Tamayo verspottet Muzan, dass der Tod, den er so sehr fürchtete, für ihn kommen wird und führt weiter aus, dass sie nicht stärker sein muss als er, um ihn zu töten, da es ausreicht, ihn zu schwächen, und verspottet ihn weiter, dass genau wie er alles tut, um zu überleben, sie alles tun werden, um ihn zu töten. Muzan überlegt, dass normalerweise die Angriffe der Demon Slayer weder bedrohlich sein sollten, noch sollten sich eine verlängerte Regeneration als ermüdend erweisen, aber Tamayos Drogen haben ansonsten annehmbare Angriffe in tödliche Bedrohungen verwandelt und er kann sich zudem nicht vollständig an die Giftstoffe in seinem Körper gewöhnen, welche sich stark von denen, die Doma abbekommen hat, unterscheiden. In einem verzweifelten Versuch zu überleben, öffnet Muzan ein klaffendes Maul in seiner Brust und entfesselt eine starke Entladung gegen Obanai und Tanjiro, die Tanjiro krampfhaft und fassungslos zurücklässt. Nur noch 25 Minuten bis zum Morgengrauen fleht der geschwächte Kiria, der den Kampf aus der Ferne miterlebt und hofft, dass jemand Muzan aufhält. Seine Bitten werden erhört, als Inosuke Muzan angreift und sich wütend auf den Dämonenkönig stürzt, weil er die Kameraden, die Muzan getötet und verletzt hat, zuvor verprügelt und beschimpft hat. Muzan, der seine vorherige Technik nicht weiter anwenden kann, steckt seinen Arm in den Boden und umwickelt Inosuke mit seinen Tentakeln. Inosuke wird durch das rechtzeitige Eingreifen von Zenitsu gerettet, der Inosuke mitteilt, dass Tanjiro noch am Leben ist und diesen anfleht, für Nezuko, die zur Normalität zurückkehrt, am Leben zu bleiben. Muzan schwingt seinen Arm nach Zenitsu und stürzt ihn in ein Gebäude, wird aber von Inosuke gerettet, der in seinen Arm sticht, nur um dabei von einem weiteren Schlag weggeschleudert zu werden. Muzan ist stark erschöpft und gereizt, als die Jungen weiterhin aufstehen, um gegen ihn zu kämpfen. Das Battle zwischen Muzan vs. Inosuke, Zenitsu und Tanjiro läuft auf Hochtouren. Tanjiro ergreift die Chance und ersticht Muzan und nagelt ihn an ein Gebäude fest, welcher dann aber deshalb unfähig ist, weitere Techniken anzuwenden. Damit riskiert er alles, um Muzan an Ort und Stelle zu halten. Muzan versucht Tanjiro zu töten, aber Mitsuri verheddert sich in seinen Tentakeln, während sie an seinen linken Arm reißt und ihn unter Tränen anschreit, er solle aufhören, wobei Sanemi Muzans rechten Arm und seine Tentakeln aufschlitzt. In die Enge getrieben nutzt Muzan seinen letzten Ausweg und dabei erscheint eine Verzweigung auf Muzans Vorderseite und enthüllt dabei ein riesiges, bestialisches Maul, das versucht Tanjiro zu fressen, der nichts tun kann, als an Ort und Stelle zu bleiben. Er muss Muzan ja irgendwie noch festhalten, bis die Sonne kommt. Um ihn zu beschützen, bringt sich Obanai in Gefahr und wird dann von Muzan übel zugerichtet, bis die Morgendämmerung anbricht. Muzan gerät beim Anblick der Sonne in Panik und entfesselt verzweifelt eine mächtige Schockwelle, die seine Angreifer wegkatapultiert, mit Ausnahme von Tanjiro, der seinen linken Arm verliert, aber fest an Ort und Stelle bleibt und versucht, seine Klinge leuchtend rot zu färben. Als Gio erscheint, um ihm zu helfen, färbt sich die Klinge, was Muzan verletzt. Als Reaktion auf die Bedrohung durch die Sonne vergrößert sich Muzan und nimmt dabei eine große dämonische Babyform an, die Tanjiro absorbiert. Während Muzan versucht, in den Schatten zu gelangen, blockieren Horden von Demon Slayer seinen Weg, indem sie Bücherregale werfen und Fahrzeuge auf ihn rammen. Er wird bald von einer anderen Gruppe von Demon Slayer blockiert, die einen Bus auf ihn schieben, um seine Flucht zu verhindern. Muzan beginnt bald von der Sonne zu brennen. Jetzt ticken die letzten Sekunden. Muzan muss schnell reagieren. Bevor er die niederrangigen Slayer überwältigen kann, erscheint Sanemi und schneidet ihnen den rechten Arm auf, verflucht die Beharrlichkeit des Dämonenkönigs und fordert ihn auf, endlich zu sterben. Als er versucht, über die Busblockade zu klettern, wird ihm von Gyome eine Kette um den Hals gebunden, unterstützt von mehreren Slayern, die zusammen daran reißen, um Muzan zu Fall zu bringen. Während er weiterbrennt, fängt Muzan an zu graben, um vor der Sonne Schutz zu finden, was Gyo, Sanemi und Obanai dazu bringt, ihn zu attackieren, damit er seine Ausdauer weiter verliert. Bald brechen die Ketten von Gyome in einem scheinbar hoffnungslosen Moment, aber Tanjiro, der in Muzan bleibt, kann seine Klinge zünden und ihn von innen verletzen, was dazu führt, dass Muzan vor Schmerzen zusammenzuckt, als er beginnt, sich vom Sonnenlicht aufzulösen. Als sein Körper vollständig zu Asche verbrennt, wird klar, dass der einst unbesiegbare Dämonenkönig, der die Schatten Japans beherrschte und jahrtausende lang Elend und Leid verursachte, endlich besiegt ist. Damit ist der ewige Kampf der Dämonen und Demon Slayer endlich vorbei. Muzans Niederlage war zwar bedeutend, würde sich jedoch als kostspieliger Sieg für die Demon Slayer erweisen, bei dem Dutzende von Mitgliedern starben, Dutzende misshandelt und schwer verletzt wurden und viele am Rande des Todes stehen. Außerdem gelang es ihnen trotz seines Todes, mit seinen letzten Atemzügen Tanjiro in einen Dämon zu verwandeln.
Während Muzan sein Blut und seine Erinnerungen in Tanjiros sterbenden Körper überträgt, kann er ihn erfolgreich als Dämon wiederbeleben. Er betrachtet ihn als den König der Dämonen und beeinflusst Tanjiro dazu, diese Kraft anzunehmen. Das Sonnenlicht kann Tanjiro nämlich nichts mehr anhaben und so könnte er unbesiegbar werden und Muzans Traum verwirklichen. Tanjiros vergiftetes Auge wird zusammen mit seinem linken Arm wiederhergestellt, wobei er dann nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann und seine Freunde attackiert. Obwohl der neue Dämonenkönig im Grunde unbesiegbar war, kämpfte Tanjiros Bewusstsein mit Hilfe von Nezuko und Kanao um die Kontrolle. Kanao benutzte dann die humanisierende Droge als letzten Ausweg, um Tanjiro zu erreichen. Die Gedanken von Muzans Willen griff auf Täuschung und psychologische Folter zurück, um Tanjiro davon zu überzeugen, sein neues Dämonenerbe anzunehmen, aber im absoluten Gegensatz zu allem, wofür Muzan jemals stand, lehnt Tanjiro die Unsterblichkeit und die Kräfte der Dämonenschaft ab, um die wenigen Jahre, die er als Mensch hat, zu genießen und in vollen Zügen auszukosten. Und damit war's das mit Muzan Kibutsushi. Ganz schön langes Video geworden, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten. Falls ja, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und dann werdet ihr auch nächste Woche Sonntag wieder ein neues Demon Slayer Video bekommen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ich melde mich. Itachi Kurama bald auch Hokage, echt jetzt, Million, das ist der Name, weil Itachi die Mentalität wie Naruto, bereit bis ans Ende zu gehen und steh auf zur Nade auf, meisterte alle sechs Pfade, Geister gegangen, Sensei ist tragisch, Schmerzen, wir fliegen davon mit den Raben, ah.